Wir werden reinstarten, nur mal. Ich habe gestern reingestartet in ein neues Spiel. Wir haben aber nichts gemacht, außer dass wir zur Stadt und zur Bank gefahren sind. Wir werden gucken für neue Schürfer. Nö, Freunde, das ist doch viel zu einfach. Bitte, komm. Also ein bisschen Anspruch können wir hier schon bieten. Normal ist geboren in Alaska. Hier vor allen Dingen sieht man rechts bei den Spielerstellungen, was sich hier ändert. Den 1-Dollar-Modus gibt es, die Goldnuggets gibt es, die Hinweise, die Grabhilfe und Maschinenausfälle. Drucksystem auf. Ich muss gestehen, die Grabliste schmerzt, wenn ich die nicht habe. Schlecht. Schlecht. Also das schmerzt dann schon ein bisschen, wenn ich die Grabhilfe, egal. Ausgesperrt, Maschinenausfälle angesperrt, Drucksystem an, Hinweise an, Goldnuggets gibt es den an. Boah, schwer wird schon schwer. Schwer wird schon schwer, Freunde. Carbon 2018, ja. Dann schauen wir mal, ob das jetzt hier unmöglich ist oder nicht. Ich habe Angst. Ich habe genau gewusst, es ist ein Fehler. Du bist ein Veteran, oder? Gut, das wird Spaß machen. Im schweren Modus kannst du keine Spielerhilfen verwenden. Es wird höhere Preise, weniger Gold und mehr Ausfälle während des Spielens geben. Du wirst mit 0. Bevor ihr Kredit darf nicht viel sein, das sollte reichen, um Emanuel Hockbein haben. Hello. Fühl mir jetzt schon, als würde mir jemand bescheißen hier. Ich hoffe, das macht Spaß. Dieses Nachladen gibt es noch immer, ja. Und es nervt noch immer. Aber es gibt so viele neue Updates, Patches und so weiter und so fort. Also wir haben hier einiges Neues, was ich noch nie gesehen habe, zum Beispiel. Wovon ich mittlerweile zwar auch noch nicht wirklich was gehört habe. Also nur nicht von allen Features, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, dass es Seasons gibt, ich weiß, dass Maschinenreparatursystem eingefügt haben und so weiter und so fort. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Ich muss leider Gottes jetzt erstmal. Tom, hello my friends. Na, was geht ab? Kurz diesen und diesen müssen zur Bank. Es hilft leider nichts. Wir müssen hier zur zur Bank. Und ich werde den erst Kredit. Geht schief, Alter. Ich würde ungern wieder mit Old Arnold beginnen. Ich fürchte aber, das Problem wird sein, wir haben hier Kaufen, Pachten. Pachten 0? Passt, gut. Der Hass, wunderschönen. Wie viel kann ich denn da Kreditbetrag? Na. Gibt 250. Das da war nicht der Ernst. Ich habe 250 Dollar gerade aufgenommen. Ja, ich weiß, ich bin einfach ein heftiger Typ. Das ist wirklich, also 250 Dollar aufnehmen, da musst du schon mal Eier in der Hose haben. Weißt du, du kannst schon viel. Hoppala. Aber für 250 Dollar musst du schon richtig. Ich habe ein Haar in der Suppe hier oben. Boah, das nervt. Eingezwickt. Wieso gibt es hier keine Musik mehr? Ach, egal. Hogpen. Ich brauche eine Hogpen. Da war ja erst einmal drinnen. Das wird für mich neu werden. Wenn wir so Kolben und Waschtischdüsen und immer dann wirklich Reifen brauchen, es wird eine schlimme Erfahrung vielleicht zu Beginn. Ja, wir haben hier irgendwo Hogpants. Was ist das? Boah, ich hätte jetzt gedacht, man kann hier Vollwaschpfanne. Carsten, servus. Natürlich. Da sprich ich ja schon seit 3 Monaten. Natürlich gibt's das. Ich kaufe aber gerne mal 2 Buckets. Sammy Case, hello. Ich bin mir sicher, irgendwas habe ich vergessen. Aber wurscht. Wir zahlen mal. Ich habe mir gedacht, es gibt keine Hilfetexte.
Immer diese leeren Versprechungen. Na, du startest mit schwer. Und na, es gibt keine Hilfetexte. Na, du musst das selber suchen. Ja, ist klar. Wird auf YouTube geladen. Ja, der Stream wird auf YouTube geladen. In einer atemberaubenden Qualität. Ist zwar schöner, wenn hier im Chat, aber ich verstehe das total, wenn man keine Zeit hat. Wird aber allerdings ohne Chat auf YouTube geladen. Das heißt, ich kommt. Sorry. Also wenn ihr euch gerne live hier beteiligen wollt, dann müsst ihr in den Chat kommen. Ich werde hier den Chat nicht einblenden. Wenn irgendwelche Fragen auftauchen oder so, werde ich das natürlich beantworten im Stream, aber im Nachhinein dann einfach in die Kommentare schreiben. Macht dann ein bisschen mehr Sinn. So, lass uns mal rüber rattern hier. Gleich gibt es irgendwelche Ladezeiten. Ja, wenigstens die Ladezeiten-Checkpoints nur im Kopf. Geschichtsbenachrichtigung. Eine Geschichtsbenachrichtigung blinkt auf dem Link, wenn der Teil der Geschichte in der Nähe ist. Oh, das haben wir schon. Das haben wir doch schon. Ah, die Geschichten, die... Fahren wir mal auf unseren Claim. Und ich muss betonen, Freunde, wenn hier... Also hier hat sich nicht nur punkto Features was getan. Ich meine, ich möchte jetzt da nicht in den Himmel loben, ne? Weil Multiplayer gibt es immer keinen, aber wir wissen ja, dass es in dem Teil auch kein Multiplayer geben wird. Glaube zumindest, falls. Aber ich habe auch schon ewig nicht mehr im Discord und so, ich verfolge das nicht mehr aktiv, sage ich auch ganz ehrlich. Aber punkto Performance hat sich einiges getan. Ich habe zu diesem Zweck rechts oben die Performance-Anzeige eingeblendet unter den Statistiken. Und ich habe alles auf Anschlag. Ja. Geil, CSGO. Ja, ja, kein Problem hast. Bitte, gerne. Noch einen auf YouTube. Like nicht vergessen und dort nachher nachschauen. Gerne, um Gottes Willen hast. Spaß. Was bist denn du für Halle? Das ist ein Lager. Ich glaube, ich traum. Wie geil ist das? Oh, nice. Freunde, Lager gibt's. Oh, nice. Das Lager gibt's auch noch. Okay, das ist das kleine Lager. Das große, das ist schon nice. Also das ist, hallo Arnold, ich bin wieder da, ja. Bin wieder zurück, ich kann heulen vor Freude. Bisschen ist schon geil, Oh, jetzt gehen wir mal, fahren wir mal runter hier. War schon geil, also erinnert mich an die Zeiten damals früher, wo, ach, ihr wisst, ihr wart alle dabei. Ja, hier kommt man nicht mehr rauf, oder wie? Na doch, hier muss man, ja, da hinten kommt man rauf, okay. Ein bisschen schon geil, oder? Ehrlich? Ach, schon cool. Es ist wieder so wie Anno damals. Nutella Prinz, servus. Na doch, bisschen schon nicht schlecht. Und vor allen Dingen, je nachdem, wo man ist, wo man hinschaut und so weiter, man hat echt endlich mal gute Frames. Max, servus. Das ist schon sehr schön. Also das Spiel habe ich früher sehr... Ich stirb. Okay, puh. Okay, kein Problem, kein Problem. Weil früher mit sehr schlechter Performance gespielt. Sehr schlechter Performance. Puh, gut, dass es keine Leben gibt. Erinnert mich gerade jetzt in dem Moment sogar so ein bisschen an den Treasure Hunter. Das wäre vielleicht nice, wenn man hier mit Detektoren, Gold, Schätze oder Diamanten. Holy crap. Hölle, my friend. Hello, was geht ab? Alter, das wäre doch nice, oder? So ein Diamantgräber-Suchsimulator parallel hier reinballern. Ich muss die Jungs nicht mehr anschreiben, glaube ich. Aber die werden sich auch verarscht, wenn ich alle heiligen Zeiten mal rein. Aber das wäre für Teil 2 wäre das nice. Jetzt nicht nur Gold, sondern auch Diamantenminen Das wäre schon mal richtig, richtig sexy. Also gut, ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. Wir düsen rüber. Ja, was mein Christe. Hallo. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in den Boden reinkomme. Wir haben hier eventuell mögliche. Wir haben hier Hütte. Wie Hefe hat on the Hog Pen side? I don't know where this hat come from. Wo? Nice. Huscher, nicht rein. Okay, bin reingestiegen. Haben wir hier noch Schaufel. Taschenlampe. Na, geht's nicht rauf? Rein? Wie geht's? Das ist jetzt nicht der Ernst. Warum gibt's da eine Hütte? Hier wär's geil, wenn man... Ach, komm, Freundchen. Die Hogpen-Geschichte hier. Egal.
Egal. Habe ich auch schon, ja. Ja, habe ich auch schon viel. Wir haben bei uns auch erst umgebaut, Straße haben sie. Und da waren auch Fliegerbomben. Ah, Freunde. Back in my office, würde ich mal sagen. Hier. Sexy, da gibt es nicht mehr wenig. Hockpen, ich Trottel habe jetzt nicht ehrlich. Ah. Manche Dinge werden sie einfach nie ändern, Freunde. Manche Dinge werden sie einfach nie ändern. Sagt denn das keiner, dass man hier die Standardgeräte schon hat? Standardgeräte? Das Wort habe ich vom LS gelernt. Haben sie da umgebaut? Was ist denn hier los? Was ist da? Nein, es kommt auch noch. Dankeschön, Mike. Ich muss ja später wieder. Ich werde jetzt ungefähr 2 Stunden hier zocken. Ich habe die Hockbeine gekauft. Ich bin so behindert. Ich denke mal, oh Freunde, ich bin so blöd, das ist doch auch wieder phänomenal. Aber wenn ich jetzt, ja, hilft ja nichts, ich muss da nochmal zurückfahren, kann ich den Scheiß wieder verkaufen, Alter. Aber haben wir hier Kübeln auch noch gehabt? Mal, ich fange gleich nochmal verfahren. Alter. Was brauche ich denn hier? Kübeln haben wir nicht. Also wenn ich hier einen Kübel kaufe und die Hockbank kaufe. Sorry, ich muss nachher wieder Videos machen. Ich muss nachher die Mod-Vorstellungen bzw. die Top-Mods der Woche 3 und da gibt es einige. Überall platzieren zum Beispiel und so weiter. Hoppala, was ist hier? Ich hab mich verdruckt. Ich bin so deppert, ich wollte ja gar kein neues Spiel anfangen. Ah, sorry, Freunde. Das war jetzt keine Absicht. Never change a running system, Freunde. Wenn es bärt, dann bärt es, nicht? Hockpen brauchen wir. Nur die Hockpen. Und Kübeln. Ich stream hier schon ewig, Mike. Wirklich ehrlich, ich stream hier sicher schon ein halbes Jahr. Sicher. Einfach aus dem Grund, weil ich hier mehr Geld verdiene. Na, Spaß. Keine Ahnung, warum ich nicht mehr auf YouTube stream. Was war denn? Irgendwas war dort zumindest, oder? War was auf Icon? Ihr müsst lügen. Ehrlich. Ihr müsst wirklich ehrlich lügen. Keine Ahnung. War dort zumindest was? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich finde es hier einfach... Ich kann es gar nicht, weiß ich nicht. Dienstbetrag, oh, das wird teuer. Das wird. Na, wir machen das jetzt. Aufnehmen, Kredit aufnehmen, Parzellen, Pachten, bestätigen, Ausgang, zack, zack, weg hier, raus hier, schnell. Da. Ehrlich, keine Ahnung. Aber ich stream hier schon lang. Also, wie ich dann die Pause angefangen habe auf YouTube, habe ich relativ schnell dann angefangen hier zu streamen. Bis da einen mega Unterschied gibt. Bin mir sogar sicher, auf YouTube hätte ein paar Zuschauer mehr. Andererseits tendiert mir das wirklich nicht so krass. So, ich beginne hier trotzdem mit 2 Kübeln. Genau. Ich bin so dumm. Das ist phänomenal. Ich hätte diese scheiß Hockbank gar nicht gebraucht, merke ich gerade, gell? Warte mal, Wasseranschluss. Das geht sich aber knapp aus, oder? Holla die Walfe. Na, erstmal ohne Wasseranschluss. Handbetrieben, jawohl. Hinzufügen. Jop, das ist nicht so leicht. So, das sind Hockpen-Schürfmatten, da brauchen wir hoffentlich 4. Nein, da brauchen wir 2, oder? Brauchen wir 4? Holy. Leonora, servus. Das ist aber, das denke ich mal, dass das ein teurer Spaß ist. Das ist ein zu teurer Spaß. Überleg gerade. Ich kann die ersten Dinger so schürfen, ne? Und später her, wieso mache ich denn das dann eigentlich so blöd? Ist doch nicht so leicht, wie ich glaubt hätte. Doch, es ist. Nur mal ein bisschen reinkommen hier. Machen wir erstmal. Haben wir wenigstens die 2 Dinge nicht gekauft, dann hat das schon Sinn gemacht. So, das funktioniert auch noch immer sehr schön. Sehr schön, Freunde. So, wie war denn das mit Licht hier? Ist doch irgendwo Scheinwerfer. Jawoll! Was ist ein Rucksack? Ah, das nennen sie Rucksack. Okay, alles klar. Gut.
Ich mein, für mich schon, ist das die Karte oder so. Ich hab Angst, hätte ich das nicht so. Was? Ich hab mich. Ich weiß, es ist ein Fehler. Ja, und ich bin mir sicher, dass das ein Blödsinn ist, was ich mache, aber ich habe mich mit Artikel 13 noch nicht beschäftigt. Tut mir leid. Weil, wenn das hier aus wird, wäre es schade, aber ich hänge nicht finanziell an dieser Geschichte, weißt du, ich meine. Also, für mich steht Zocken im Vordergrund und natürlich finde ich es mega geil, was ich mache auf YouTube persönlich noch immer. Und auch das Streaming gefällt mir mega. Sollte das aus werden. Das ist, sind alle letzten Updates, Hölle, was soll ich da sagen? Ich habe die letzten alle Updates gar nicht gespielt. Lukas, irre! Und wenn das hier aus wird, bricht jetzt für mich ein kleines Universum in meinen großen Universen zusammen, so irgendwie. Aber es ist wirklich kein Weltuntergang. Ich bin finanziell nicht abhängig von dem Ganzen. Das ist halt mein Vorteil. Ne? Das alles, was ich reinkriege, geht eh wieder drauf auf Dinge, die ich nicht brauche, vermutlich, aber die ist trotzdem so. Deswegen, wenn auch immer alles schief geht und irgendwelche Gesetze erscheinen, ich kann es leider sowieso nicht wirklich ändern. Okay, das ist vielleicht ein Blödsinn. Jeder sagt immer, muss man da unterschreiben und Petition und Partition und keine Ahnung. Bitte sag jetzt nicht, dass da irgendwo, wir dann hier mal ein bisschen. Was mach ich denn da? Ah, nein, passt eh. Oh, husch, Gold, Wasser. Ah. So, mal rein da. Gibt es mittlerweile schon? Okay, nein, das geht noch immer nicht. Ah! Nicht, mach das nicht. Ich hab's kaputt gemacht. Upload-Filter, aber ich verstehe das Wort nicht. Was filtert das Ding? Was du hochlädst? Da geht es um Urheberrechte, oder? Wie gesagt, ich habe mich leider nicht damit beschäftigt, sage ich, gebe ganz ehrlich zu. Aber geht es nicht um Dinge, um Urheberrecht und so weiter? Also ich habe keine Ahnung von dem. Muss aber ehrlicherweise gestehen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass ich für die Dinge, die ich mache, zumindest die Erlaubnis habe. Man darf eh mit dem Upload-Filter trotzdem noch streamen. Darf halt nicht hochgeladen werden. Hoppala. Mama mia, Freunde. Hab schon so lange nicht mehr gespielt. Was tue ich denn da? Gib's aus, Alter. Was ist denn hier passiert? Wieso wenn da was drinnen? Wie kann ich denn? Ach so, warte mal. Ah, okay. Wie? Nein. Ich hab da gar nichts geschaufelt. Aha. Das heißt erstmal keine Panik auf der Titanic und so weiter. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Das ist aber schon ein fetter Goldklunker. Das macht mich fertig. Geht nicht mehr. Wie geht denn da raus? Na, weg mit dem Müll. Ach so, in den Kübel erstmal rein. Na. Da war noch ein bisschen Wasser drin, macht nichts.
Da drückt mich am Anfang ziemlich oft wahrscheinlich. Ziemlich peinlich und doof und so weiter, ist leider schwierig. Ist schon so lange nicht mehr gespielt, ich hab das schon mal blind gekonnt. Oh, oh, ist auch wieder einer. Was hat leider nicht. Ah. Da sind wir noch nicht fertig. Da. Oder? Sieht da nichts. Ah, okay, ist für ein Servus. Boah, ja, das wird. Am Anfang ein bisschen schwierig wieder. Also, wir müssen hier entweder gleich mehr Geld in die Hand nehmen. Also, reich wären wir da jetzt ja anfangs nicht. Ne? Ist auch klar. Also, das ist auch klar. Ich würde halt trotzdem ganz gern mir schon die Hockbeine. Also, lang werden wir nicht zuschauen. Ich überlege noch gerade, das würde mich auch interessieren, ob man hier einfach nur das Wasser ausschürfen kann, aus dem Fluss quasi raus. Ein gar nicht so kleine Lunker eigentlich hier. Boah. Na! Oh, verdammt! Okay, das war jetzt nicht so geschickt. Hoppala. Wie kann sowas nur passieren? Versteht es nicht. So, zack. Da war nichts mehr drin. Ne? Okay, gut, kann passieren, ist nicht so schlimm. Schlimm ist nur, wenn wir heute nicht die Hogbeine kriegen. Das wäre nicht so cool. Aber die Hogbeine, die hätte ich schon gern. Die hätte ich auf jeden Fall. Oh, da ist schon wieder was. Aber so der Mega-Reichtum wird hier auch nicht ausbrechen, wa? Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Wie kann ich das wegwerfen? Probieren wir es jetzt einmal. Schau, das geht so auch. Ist das gewollt oder ist das nicht gewollt? Wow, da sind sogar verhältnismäßig große Klunker drin. Probieren wir das jetzt einmal weiter. Ich weiß aber auch nicht, was halt. Ich weiß nicht, wofür es das wert ist. Also, sollte man vielleicht eruieren? Okay, ganz klar aus dem Wasser. Was? Ist das heftig? Ist das heftig? Okay, na, da sind nicht immer die großen Klunker drin. Okay, ja, gut. Ja, wäre ja doof. Wäre doof und viel zu leicht. Machizio, servus, dankeschön. Ja, die Plattform haftet für Urheberrechtsverletzungen. Okay. Ich weiß nicht, also ich glaube, in dem Bereich Let's Play und Zocken und so weiter ist schon so ein Ding, dass man da weiß ich nicht. Kann. Irgendwie habe ich ganz selten noch was davon gehört, dass man wirklich, wo wir überhaupt wegen Rechten und so weiter verurteilt, angezeigt oder wie immer wurde. Ne?
Ich weiß nicht, wofür es noch brauchen. Sichtbar das? Warte mal, pass mal auf. So, zack. Schauen wir ganz einmal schnell zurück ins Zelt. Boah, schaut aus, als würde mein Auto brennen. Holy, das wollen wir natürlich nicht. Was sagt die Bank? Nix. Na, abbrechen. So, was sagt die Bank? Börse, Goldbarren, Fairbar, Elite-Börse. Okay, Pro. Wir haben keinen Unzen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir haben keinen Unzen und das wird so schnell nichts. Ob wir vielleicht hergehen sollten und... Wieso schaut die Erde so grauslich aus eigentlich gerade? Haben wir irgendwas, was wir dann aufstellen können? Einstellungen? Na, mach das nicht. Holy. Grapfig. Ultra, ultra, ultra aktiviert, deaktiviert. Leuchteffekt deaktiviert, okay. Aber das war nicht alles, oder? Ja, erweitert. Was ist auf extrem? Wieso schaut die Erde so botschert aus? Ist jetzt voll oder nicht voll? Gibst das einmal raus? Okay, kipp das einmal rein. Ah, da ist mehr was. Ah, alles klar. Was mit Wasser machen kann, finde ich total strange eigentlich. Muss ich wirklich sagen. Ja, ein bisschen eigenartig. Man wird es nicht weltbewegend schlimm, aber. Ja, wir kriegen halt hier, wir wären nicht reich dadurch. Also das. Schon gar nicht auf dem Schwierigkeitsgrad. Wir haben hier nicht das Glück, dass wir hier mehr kriegen, als uns quasi unter Anführungszeichen hier in den Schoß fällt. Also irgendwelche besonderen, mega heftigen Nuggets. Das finde ich aber schade, weil die Nuggets finde ich schon eine Bereicherung. Aber es gibt es beim Schwierigkeitsgrad scheinbar leider. Wow, das war glaube ich größer. Leider nicht. Tut sich nichts. Da tut sich nichts. Da ist einer drin, ein kleiner und sonst nichts. Ja, es ist natürlich schade. Das ist natürlich ein bisschen sehr schade sogar. Oder liegt es an meiner mega krass heftig verfeinerten Waschtechnik? Es könnte natürlich schon alles zusammenspielen, aber 30. Oh, jetzt aber, wenn es so weitergeht, Freunde, da haben wir aber hier bald. Dann geht's aber, oder? Finde ich schon. Vor allen Dingen, wie gesagt, dass man hier nicht abhängig ist vom Erdboden, sondern vom Wasser. Aber ich weiß nicht, ob man das gefällt oder nicht, aber ist ja wurscht. Mir muss ja nicht. Muss ja mir nicht gefallen. Ah, ich kann. Puh. Schwierig, schwierig. 35. Jetzt steigt's aber hier gewaltig. Hoppala. Steigt es hier gewaltig. Was? Jetzt geht's mit großen Schritten voran. So, haben wir hier noch was? Na, ist so leer. Machen wir trotzdem mit Wasser weiter. Das ist jetzt nicht so schlecht, finde ich. Immer ruhig mit Wasser weitermachen. Erstmal auf jeden Fall. Da spricht nichts dagegen. Zack, zack. Stimme nur noch auf die andere Seite. Das war jetzt richtig knapp, Freunde. Was ist los mit dir? Denke mal gerade. 37. Also einen Unzen wird man schon brauchen. Aber das wird knapp. Wir machen das noch leer und dann holen wir uns einen Kredit. Dann holen wir uns 400, 500 Dollar Kredit, dass wir da zumindest die handbetriebene Hogpen. Genau. Das ist zumindest schon mal ein großer Vorteil. Weil sonst wären wir heute nicht weit gekommen. Ja. Genau. Pass auf. Okay, scheiß drauf. Lassen wir das einmal. Ganz kurz ins Auto und zurück. Kredit und. Was soll man? Wer mir die Kreditkosten erschlagen? Störungen, Reparaturen kosten 10.000. 20.000, na okay.
Den Kredit hätte man hier auch holen können, aber na, passt schon. Kein Problem. Boah, da werden wir... Das geht nicht. Ich habe mir gedacht, ja, holst du eben mal für 3000 das Ausrüstungsgeschäft, dass du nicht ständig in die Stadt fahren musst. War mein Gedanke. Oh, Freunde, Differential. Wie war denn das mit Differential? Wir werden jedes Mal wieder rutschen, 100%. Aber wenigstens die Reparaturgeschichte haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Eieieiei. No. Oh. Machen wir die Hogpen-Geschichte. Es wird sonst ein bisschen schwierig. Kann aber verstehen, wer es auf schwer spielt. Also so prinzipiell stört mir das auch nicht. Aber so Nuggets war schon mal eine gute Finanzspritze. Das darf man bitte nicht vergessen. Also wenn man ein paar Nuggets kriegt während seiner Karriere als Schürfer. Vor allen Dingen, weil es ja mit Zufallsfaktor ist. Oh, wir sind relativ gut durchgekommen. Oh, das wird... Oh, no. Polizia. Boah, das war jetzt aber ausgerechnet. Das war jetzt aber heftig ausgerechnet, nicht schlecht. Ich glaube, die Laterne nehme ich mit. Ich kann. Aufgenommen. Abbezahlt. Das war ein Fehler, oder? War jetzt glaube ich nicht so gut. Die Bank mag das nicht, wenn man den Kredit aufstockt. Okay, dann bleibt uns erstmal nichts anderes übrig. Hoppala, alles raus aus den Schulden. Spezialfolge quasi hier zu drehen. 0,038. Das ist nix. Das ist gar nichts. Wir werden es aber nicht mit Wasser, wir werden es mit der Erde weitermachen. Aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, dass im Wasser zwar Gold drin ist, aber nur so wenig. Und vielleicht haben wir in der Erde mehr Chancen, ein bisschen größere Nuggets zu finden. Oh Mann, war jetzt wieder so unnötig. Hofer, servus. War jetzt wieder so total unnötig. Ich könnte heulen, ich könnte weinen. Schade. Schade. Gut, ist schief gegangen. Das ist eindeutig so nicht geplant gewesen. Bleibt aber nichts anderes übrig. Jetzt hast du Arbeit. Jetzt haben wir keine Alternativen mehr. Naja, das ist nix. Den müssen wir noch leer machen, nicht wundern. Den müssen wir noch leer machen. Was ist das, ein Klumptuch? Zahne. Oder? Na, doch. Da drunter nicht einer. Okay, na. Nö. Entweder habe ich mich vertan oder... Ja. Oh, minus 6,9 Grad. Oh, fuck. Boah, ist da kalt. Hat das Auswirkungen hoffentlich auf die Geräte? Geil.
Aber habe ich was gesehen? Auf. Versteck dich doch nicht, Herst. Nee, minus 7 Grad. Boah. Biber, biber. Da ist nichts mehr drin. Okay, passt. Auf. War sicher nicht leibend für die Geräte. Es ist sicher nicht gut, wenn es hier schneit und minus 7 Grad und für irgendwelche Schläuche und so weiter ist das sicher wenig optimal. Bin ich, also hoffentlich ist es so. Das wäre mega nice. Also würde mir taugt mal voll, wenn das so wäre. Tja, zack. Zack. Er ist Affe, oder? Okay, pass auf. Schau, das ist doch ein Unterschied und gar kein schwacher Unterschied. Wenn du das anschaust, wir haben jetzt relativ groß war der sogar. Doch die Erde hernehmen zum. Das macht einen Unterschied, ja. Hoffentlich geht es so weiter. Oder liegt es an meiner wahnsinnig filigranen. Arsch, ich hab dich verkauft. Hallo? Boom. Oh, jetzt wird's wieder. Oh, jetzt ist wieder. Die Bäume bewegen sich dezent im Wind. Aber warum sind sie. Passt schon so. Stürmisch oder was? Heftig, wa? Kreist. Rest für die Bäume. Er ist groß, oder? Nee, versteckt. Wie trotzdem. Haha. Ja, ich glaube, wenn wir da nochmal einen haben, wenn wir da nochmal einen Unzen haben, dann. Was klebt hier noch drauf? Freund. Nicht leicht. Es ist noch wie vor nicht leicht. Schauen wir mal, ob es leichter wird. Ackerkauf. Ja, doch. Es ist nicht leicht. Es ist aber scheinbar auch nicht unmöglich. Aber es macht halt aktuell für mich den Anschein, als würde es mehr Sinn machen, die Erde zu verarbeiten. Diese Erde mit dem hässlichen, mit den hässlichen Texturen. Warum immer die Texturen so hässlich? Na, so, was tust denn du da? Was tust denn du da? Muss ich mehr waschen oder was? Ich würde nämlich richtig gern jetzt heute
Vor allen Dingen der Hock beim Weitermachen. Würde ich richtig gerne tun. Aber wir nähern uns mit großen, großen Schritten unserem Ziel. Brauchen wir, brauchen einen halben Unzen oder so. Dann verlierst du sicher wieder genug, wenn du das Schmelzen tust. Ja. Sehr höflich. Ja, hat keiner gesagt, dass es leicht wird. Bin gespannt, wie es nachher mit den FPS ausschaut, wenn wir hier Geräte haben, Freunde. Wenn wir hier fettes Gerät am Claim haben. Und wenn wir hier nachher wieder alle Geräte am Schüssel haben. Dann bin ich gespannt, ob es auch noch so gut ausschaut mit den Frames. Und ob das jetzt nur so ist, weil wir nichts am Claim haben. Schon probiert habe bei dem Spiel wegen den FPS. Na echt, Org. Boah, den da raus. Der war nicht schlecht. Ja, sowas hätte man gern öfter. Wow, okay, danke vielmals. Also wenn man hier sagt, man hätte es gerne öfter, dann kriegt man das auch scheinbar so. Aber nur vielleicht mal einen richtig, richtig, richtig heftigen Klunker. Ja, nicht so verkehrt. So schlecht ist es nicht. Man berauschen ist es auch nicht. Auf den Anfang 3, 4, 5 Kübel machen wir nur, dann würde ich sagen, fahren wir mal rüber. Da haben wir, ob wir schon Kohle gemacht haben. Geht mir ja nur um die Hockbein, es geht mir um sonst nichts aktuell. Ich würde gerne mit Matten schürfen. Nicht, dass mir das da stört oder so, ich finde es persönlich geiler. Was sie mit Matten macht. Wie gesagt, wenn es hoppala skippen kann. Ich habe gerade was überlegt. Es gibt doch hier die kleine Schaufel, aber ich glaube, die geht nur für Matten. Oder für die Rinnen, glaube ich, geht die nur für die Waschrinnen. Ja, so schlecht ist es nicht, aber berauschend. Es reicht, wenn wir völlig, wenn wir die Unzen haben und die Kohle haben. Wir haben ja überhaupt keine Kohle mehr, das darf man, das ist jetzt da nicht leichter unbedingt. Das habe ich nicht gut gemacht, sage ich ganz ehrlich. Ist unüberlegt. Leider Gottes. Haben wir jetzt keine Kohle mehr, ne? Trotz Kredit. Das war ein Schuss in den Ofen, Freunde. Deswegen eine Unze oder 0,5 Unzen brauchen wir auf jeden Fall. 0,5 Unzen müssten reichen. Aber wie gesagt, da ist dann auch der Verlust noch dabei. Beim Einschmelzen. Und deswegen am besten 0,7 Unzen oder so. Das macht mehr Sinn. Akkuschrauber, Schraubenzieher und so weiter. Das ist alles cool. Aha, ich habe aber hier gar nicht doch die kleine Schaufel habe. Okay, das geht eben nicht. Das haben wir da auch geklärt, wenigstens, dass das nicht funktioniert. Nicht so schlimm. Hoppala. Nein, ich wollte ja hier rein.
bübeln. So. Da geht's die wilde Fahrt. Jetzt müssen wir. Was ist jetzt schon wieder? Schnell schon wieder. Wow. Tag ein und Tag aus. Schnell jetzt hier. Wenn es so weitergeht, Freunde, würde es so weitergehen, das wäre Traum. Werden wir wieder unsere 111 Kübeln kaufen. Hat ja eigentlich nicht immer Sinn gemacht, diese Taktik. Was ist? So, runter, hoch, runter, ja genau. Mit den vielen Kübeln, das war nicht immer von Erfolg gekrönt, muss man ja ehrlicherweise gestehen. Aber gut. Versuch war es auf jeden Fall wert. Und Spaß hat es dazu auch gemacht. Aber wie gesagt, wenn die Performance dazu mal um einiges schlechter war. Markus, servus. Aber wenn die Performance um einiges schlechter war. Ja, komm her. Bin froh, dass es nicht in 0,02er Schritten oder so weiter geht, sondern je nachdem von bis, aber das ist wesentlich besser. Wesentlich besser. Ach ja. Cool. Mann. Ja, schade, man es riecht. Ah, da wird es nicht hin, das ist gemacht für das. Na, habe ich nicht gesehen, Markus. Wo schaust du denn an? Na, Schatzi. Egal. Mach ein Chat. Er schaut es richtig gern, das Goldrausch bei mir, aber nur weil er nicht schießt, darf er zuschauen. Nö. In einer privaten Bibliothek von einem Freund Ex. Was die? Was? Alter Markus, was meinst du? Die schreiben wirres Zeug. Ja. So. Oh, das ist. Aber wir nähern uns immerhin unserem Ziel, dass das nicht nach 5 Minuten erreicht ist. Ist ja dem Schwierigkeitsgrad geschuldet. René, servus! Also folgerechtlich war es richtig gemacht. Na da, Markus. So 4 Kübeln, da müssten wir es haben. Ungefähr. Pi mal Daumen. Die Kübeln nur. Wie gesagt, ungefähr. Das wäre ganz nice.
Wenn es wirklich so ist. Der einzige Film, was mich jetzt interessiert, sind die neuen Avengers, Captain Marvel und dieser Mortal, diese von Peter Jackson, der neue Film mit den fahrenden Städten, der interessiert mich sehr. Aber sonst. Habe aktuell nichts am Programm, was mich interessiert. So, raus da mit dir. We need the blaze in my pen. Oh, der ist größer, oder? Der Spiel ist. Ach, Ash wieder. Skandal. Oh, das ist das. Nicht entstand, dass du das gescheit auswählst, wenn da. Okay. Wenn ich wüsste, wie viel Verlust das beim Schmerzen war. Wenn ich das wüsste. Das weiß ich leider nicht. Oh, jetzt geht's aber schon weiter. Aber beim Wetter, husch. Würde mich interessieren, ob man im Winter normal arbeiten auch kann. Oder ob dann die Reparaturen das Ganze ein bisschen heftiger machen. Jawohl. Dass da noch ein Stück drin ist, das verwundert mich ein bisschen. Hätte ich schon geglaubt, dass da mehr drin war. Programm hier für den Abend, Freunde, ist folgendes. Wir werden bis circa 20 Uhr hier Gold rausspülen. Das ist noch eigentlich geplant. Noch ein bisschen kurz weg vom Stream, weil dann werde eben auch zwei Videos machen für den Kanal und dann werde ich versuchen, so mutig als ich bin, aber gerne nur bevor ich hier aufs Screen gehe, nur dass ich sehe, ob es geht und dass wir wieder 1000 Teststreams machen müssen, ob LS funktioniert, dann würde ich bis LS streamen und ausklingen werde ich den Abend lassen mit Battlefield. Das war gar nichts! Halt Goschen! Warum nicht? Wo ist die Hogpen? Wo ist die Hogpen jetzt hingeflogen? Hat irgendjemand zufällig meine Hogpen gesehen? Ist weg. Geschlechte. Ich hab keine Ahnung, wie weit das der Hogpen fliegen kann. Wasch, jetzt habe ich mich geschreckt. Bist du narrisch? Geht es nicht mehr mit dem Typen? Egal. Ich finde die Hogpen, glaube ich, nicht mehr.
Wo könnte die hingeflogen sein? Wo liegt der Seite? Oh, nice. Da gibt's Specials. Ja, aber ohne Spaß, also ohne Hockbein gibt's ja kein Schiff nicht und so. Aber die könnte da vielleicht nach hinten geflogen sein, oder? Ja, Frage, reicht die Kohle schon? Ja, wir checken jetzt einmal, ob die Kohle reicht. Über nichts. Ja. Oh. Boah. Boah, jetzt haben wir. Puh, jetzt haben wir gekoppt, was? Haha. Ja, ja. Gut. Weiter geht's. Das war halt jetzt mega short gewesen. Wenn die Hockpen weg gewesen war. Also. War es schon sehr schade gewesen, muss ich sagen. Aber es ist, wir haben jetzt da kein Licht mehr. Also wir haben jetzt geschlafen, gell? Genau, solche gibt mir mehr, bitte, bitte, bitte. Ja, ich mag aber das wirklich nicht, wenn es so finster wird. Wir gehen jetzt schlafen, es ist zwar erst 17.35 Uhr, aber gut. Oh, was haben wir hier? Provision in der Pacht in Gold. Schiff des Gold. Tagesübersicht. Wenn du den Kredit bei negativem Kontostand aufnimmst, sind der Zinssatz verdoppelt. Okay. So ein bisschen aufpassen. Vor allen Dingen sollte man heute das Geld wegbringen. Ach. Ist ja nur finster aus wie. Naja, egal. Ich nichts. Das war nicht gut, Freunde. Ausgeklärt haben wir es. Doch, ausgeklärt haben wir es. Das war jetzt gerade nicht gut. Aber ich werde ins Zelt schürfen, gell. Jo, ich glaube, ich werde dann ins Zelt schiffen, gell? Okay. Tragen wir den nochmal rüber. Oder zumindest hier beim Lagerfeuer, aber Zelt ist halt beleuchtet, ne? Da brauchen wir ja auch nicht diskutieren. Passt. Ich glaube, es bringt auch so oben nicht mehr Gold, aber es ist halt schon schade, wenn man hier nichts sieht. Tja. Genau, bringen wir das darüber, ist doch egal. Baumstumpf steht im Weg. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Ich hab doch zwei Hände. Okay, der Kübel ist so schwer vermutlich. Kann ich da trinken? Nicht. Irgendeine Möglichkeit, mehr Gold zu kriegen, außer die Hockbällen, wäre ganz nice. René, danke vielmals fürs Follow. So, passt. Okay, dann haben wir das hier. Zack, zack. Genau, das ist schon ein bisschen kultivierter, das Ganze hier. Jawohl, so haben wir das gerne. Dann sieht man ja auch was. Das ist ja auch vielleicht nicht ganz verkehrt. Oh, ist noch knapp.
Das war knapp. Warum kann ich... Doch, denk mal gerade, warum kann ich den nicht nehmen? Dann Fried. Heavy Duty Mining. Alles klar. Bist du leer? Nein. Wie immer nicht. Macht aber nichts. Ja, es hat's mit X. Eieiei. Ich würde gerne mal schmelzen. Nach dem Kübel werde ich mal rüberfahren, das ist mir egal. So, die Welt brauche ich nicht. Und ich hoffe, dass ich nur, ja, nur 4 kriege, sicher, ist eh klar. Geht eigentlich, muss ich ehrlicherweise gestehen. Also das, was man verliert, ich finde es jetzt nicht so übermäßig viel. Es ist zwar nicht wenig, aber es ist zwar nicht so viel, dass du sagst, okay, da kommst du dir gar nicht schmeißen. Und wie gesagt, vieles liegt ja darin, dass man hier einen Schwierigkeitsgrad hat. Der Schwierigkeitsgrad wird ja sicherlich ein Stück weit die Preise bestimmen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Wie man kriegt. Auf jeden Fall ist es schwieriger. Macht ja Sinn, beim schwierigeren Schwierigkeitsgrad, dass schwieriger wird. Ist noch was drin oder nicht? Na, leer, leer. Ja, scheiß drauf, wir fahren rüber. Jetzt der Ernst oder was? Meint ihr das ernst? Oder? Batterie ist leer? Ja. Wie kann ich denn eigentlich hierher gehen? Jetzt rüberlaufen oder was?
halt auch noch eine Ersatzbatterie vielleicht. Das mit dem habe ich jetzt ehrlich nicht gerechnet. Also ganz, ganz ehrlich. Fast Travel. Oh, okay. Ja, das ist nicht ganz günstig. Das ist nicht ganz günstig. Ja, scheiße. Ganz ehrlich. Hallo im Betrag. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Bett Kohle krieg, muss ich erstmal mit einer Batterie zurücklaufen. Okay. Okay, du bist. Verstehe, du bist es so. Ist okay, ja, kein Problem, ja, kannst haben. Kannst du haben. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dem habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Das vermutlich werden es die Temperaturen sein, die da Probleme machen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das ein Grund ist, wieso und weshalb wir hier keine Batterie, unsere Batterie leer ist. Andererseits. Scheiße. Man muss ja theoretisch jetzt immer eine Batterie dabei haben und theoretisch immer Ersatzreifen, dass ich dann einmal wo liegen bleibe und dann wieder zurücklaufen muss. Bin kurz. Ja. Hallo. So, lala, wir haben $173, das ist gar nicht so schlecht. Bringt uns irgendwie gerade Nüsse, nicht? Aber wir haben $173. Ich hab nur Plan B, pass auf, ich hab nur Plan B. Kann ich vielleicht den kompletten Kredit zurückzahlen und mir einen neuen nehmen? Das wäre jetzt Problemlöser Plan B. Das wäre jetzt Problemlöser Plan B und da haben wir vielleicht Glück. Check. Kredite aufgenommen, abbezahlen. Puh. 500 haben gesagt reichen aus. Jetzt muss ich aber leider Gottes wieder mit der Batterie zurücklaufen. Ei, 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 ei.
Ja, würde es mir gerne liefern lassen, es geht aber nicht. Das geht nicht. Batterie, Batterie, Batterie. Ich glaube, die Ersatzteile sind die da drinnen. Wo ist eine Batterie? Bist du deppert? Boah. Haben wir die nicht irgendwo aufladen, die Batterie? Das ist ja Wahnsinn, Herst. Ich habe mir gedacht, 50, 60 Dollar wird das kosten. Alter, das kostet 251 Dollar. Das ist ja alles so teuer. Und der für gar nicht. Was, so viel da 200? Nein. Geleg. Alter, was sind das für Preise? Genau, Kolben. Wow. Ja. Boah. Kann man? Ich verdruck mich ständig. Kann man hier Maschinen? Ich hab keine Ahnung, ehrlich, was ich. Was machen sie? Batterie kaufen. Ja, nehmen wir es mit, dass wir nicht unnötigerweise zurückrennen. Wahnsinnspreise. Bist du narrisch. Also da wird es uns ziemlich schnell aufstellen, 100%. Bin mir sicher, wenn wir zurückkommen, brauchen wir es gar nicht. Bin mir nämlich ziemlich sicher, dass man, oder ich würde mich freuen, wenn wir die irgendwo aufladen könnten. Aber ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen. Alter, wir schreiten da so. Ich kann das überhaupt nicht gerade einschätzen. Die Preise sind echt heftig. Also echt heftig. Wenn da das kleinste Ding passiert, bist du ja raus, nicht, aber ist schon schwierig. 340 haben wir noch. Das heißt, theoretisch, vielleicht sogar ist es sinnvoll, wenn wir hergehen und nur ein bisschen Kübel machen. Schwierig. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich habe nicht gerechnet, dass das so teuer ist, eine Batterie. Es ist nur eine Batterie. Ich habe aber auch nicht gerechnet, dass es kaputt wird. Muss ich ehrlicherweise. Vielleicht liegt es am Winter. Muss man da jetzt jedes Mal die Batterien ausbauen und einbauen? Oder zumindest reinbringen? Ich würde mich nur immer freuen, wenn ich die Möglichkeit hätte, das Ding zu laden irgendwo. Ah, ich hab's gesehen, da liegt die Seite am Boden. Warte mal, nehmen wir wegen dem Kredit, nehmen wir, wegen dem Rabatt, nehmen wir es mit. Genau, nehmen wir mit. Die Batterie nicht liegen lassen. Pff. Why? Oh why, oh why, oh why. Der Herr Lukas, servus. Schade. Man so ein finanzielles Loch da reinreißen kann, so eine Batterie. 376, glaube ich, hat uns die Ausrüstung gekostet. Jetzt ist noch die Überlegung. Ich habe da zwei Kübeln dabei gehabt, die habe ich ja theoretisch schon.
War ein Kübel kostet 5 Dollar. Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als wir das mit der Hand nochmal zu machen, ein bisschen. Ich glaube, da gibt es gar keine Alternativen. Ich kann das hier nirgends wo laden. Im Zelt wird es auch keine Möglichkeit geben, fürchte. So, schauen wir einfach mal rein. Da jetzt trotzdem nochmal ins Zelt. Warte mal, machen wir hier mal. Hier. Aber hier. Also es sind noch mehr. Sorry. Oder? Ich kann doch nicht kaputt sein, hey. Schau mal, dass sie kaputt ist. Schau mal, ob ich für die noch Kohle krieg. Ich glaube nicht, dass ich die wohl laden kann, aber ich würde mich freuen, wenn ich für die noch irgendwo Kohle krieg. 30 Dollar oder so. 12. Puh, das ist knapp. Pistonarisch ist es knapp. Jetzt sind wir immer nicht aus. Ich bringe die Batterie mal in Sicherheit und werde noch ein paar bisschen schaufeln. Hoppala. Ja, schwieriger ist es geworden mit dem Schwierigkeitsgrad. Auf jeden Fall, also das muss man ehrlich so sagen. Ne? Das ist schon so, also. Aber wenn es jetzt ehrlich gesagt, ja, ein Problem haben wir, wenn nachher die Reifen noch hier wären. Die Frage ist für mich persönlich, ob man da irgendwie entgegenwirken kann, wenn man sagt, man stellt das Auto ins Lager über Nacht. Andererseits nervt es nicht, wenn man das ständig rausnehmen muss und ins Lager stellen muss. Ist auch wieder alles so. Komma 13, wow. 0,13. Hoppala. Was du? Oh. Immer besser statt schlechter. So, den Wasserbottich stehe ich nachher auch weg, der nervt. Ja, da ist was in die Hosen gegangen. So, den stellen wir da rüber, weil das nervt. Wenn wir da jedes Mal so knapp zubegehen müssen. Das wieder auf der anderen Seite. Hallo? Freundchen, warum? Das geht sich dann schon aus. Machen wir nur 3 Kübeln oder so. Ich muss noch aufpassen, ich möchte nur unbedingt, dass wir nicht einen Tagesanbruch haben vom nächsten Mal. Es ist wieder einiges am Geld weg. Hm. Ist nichts drinnen, das ist sehr schade. Das ist sehr schade. So laufe für den Weg, egal. Ich würde mich echt interessieren, ob es eine Möglichkeit gibt. Nur ob es es gibt, Batterie wo zu laden. Vielleicht geht es später mit anderen Geräten. Mit Starterkabeln oder so. Weil schade ist schon. Also wenn du jetzt mal eine neue Batterie brauchst, dann gute Nacht.
Und dann hast du es auch ziemlich bald ausgegeben, das Geld. Voilà. Nicht schon wieder. Freundchen, komm, hallo. So viele Patches jetzt. Kannst du mal erklären, dass da die Sachen da ständig durch den Raum und durch die Luft und so fliegen. Das. Ah, oh, so kann es schon weitergehen. Das passt schon. Echt schwierig. Ciao. Ich werde es nochmal bei der nächsten probieren, aber ich habe bis jetzt immer, ausnahmslos immer, noch ein Stück gekriegt. Aber ich werde es nochmal, probieren. Schauen wir nochmal. Immer nur ein Stück drin. Hockbeimaterial, was soll ich da sagen? Also nicht einmal Hockbeimaterial. Hockbeimaterial war bei mir normal immer besser. Weil es ist einfach nur in die Hockbein-Seite reingeschaufelt, fertig. Dass nicht aus Matten oder sonst irgendwas ist. Und bis jetzt hat es immer gereicht, theoretisch dieser hier. Raus und rein. Man muss hier, ich glaube nicht, dass man Pfanne bewegen muss. Es reicht normalerweise zum Auswaschen, wenn es normal auf und runter gehst. Hat bei mir, bis jetzt zumindest bei mir immer gereicht. Wir machen den Kübel noch fertig, dann holen wir uns einmal die Hockbein. Und wenn es nur die Handbetriebene ist, ganz egal. Ich würde es zwar cool finden, wenn man hier wirklich Stück für Stück auswaschen müsste. Das. Leider. Muss man leider nicht. So, letzte Pfanne, da fahren wir wieder verkaufen. In dem Fall fahren wir dann zumindest verkaufen. Nein, ich habe bis jetzt noch nie ein zweites Stück drin gehabt. Noch nie. Aber gut. Batterie. Und wir fahren einmal verkaufen. Zack, zack. Nix.
Noch kein Akku mehr. Okay, müssen wir gucken. Handbremse, Motor X. Tja. Es ist der Wireless-Controller, ist ja geil, aber wenn ich dann keinen Akku mehr habe, egal. Was Schlimmeres geben. Boah. Okay, nicht verschreien. Nicht verschreien. 138. 0,138. Das reicht einmal auf jeden Fall für die Hogpen. Die Handbetriebenen. Hoffentlich. Na, für die reicht sicher. Für Handbetrieben aber egal. Aber je weniger Teile wir haben, desto besser ist es, weil dann kostet es weniger Geld, wenn irgendwas kaputt ist. Die Reparaturkosten schrecken mich schon sehr, muss ich sagen. Also, so Schlimmeres geben, trotzdem. Dann schon teuer. Also die Batterie hat mich schon schockiert fast. Sehr sogar. Aber warum immer? Da bin mir sicher, wenn man hier blöd wo anfährt, ist das nächste Teil hin, das kaputt wird. Und wir keine Kohle haben, dass wir uns das wieder kaufen können. Pine Valley. Mhm. Pine Valley. Das wäre immer spannend. Für was du eine Bremse hast, Kollege, wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, 2 Minuten vorher draufbleiben muss, dass es bremst, das ist ja peinlich, oder nicht? So. Haben wir so ein Teil. Nehmen wir mit. Hallo BMW, knappe Kisten, ganz knappe Kisten jetzt. Aber für die Hogpen soll es reichen. Für die, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Für alles natürlich. Gesagt 364 gibt es, ich glaube die Kübeln dabei gehabt, aber scheinbar nicht. 55 kann man nur. Na, wie geil ist das? Da kann man hier links und rechts. Alter, wie geil ist das? Kann man links und rechts Dinge aufstecken. Das finde ich aber cool. Geht das hier auch? Na, hier nicht. Drehen. Zack. Oh. Hallo. Kann mit dem Ding nicht springen? Oh. Gut, das sollte jetzt theoretisch schon mal ein bisschen besser werden. Da bin ich gespannt, was wir für Ausbeute haben. Wir da schon mal signifikant was verbessert haben. Tjo, let's go. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Nichts vergessen, Batterie gleich dann ausbauen. Wie gesagt, wenn ich jetzt jedes Mal die Batterie ausbauen muss, wäre das schon sehr, sehr strange. Ich hoffe nicht, dass es so ist, muss ich auch ehrlich sagen. Weil ich traue mir es auch fast nicht ausprobieren. Schwierig. Ich möchte es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Genauso wenig, was alles nötig ist, damit man hier einen Reifenplatz kriegt. Das möchte ich nämlich auch ungern wissen.
wurscht, wir bauen einmal die Hogpen auf. Den Rest schauen wir uns nachher noch. So, tja. Was? Ich hab die Hammerei nicht gelöst, Alter. Ich hab die Handbremse angezogen gehabt. Mit den anderen Teilen reinpfuschen muss. Dann finde ich solche Teile wieder nicht, weil die irgendwo in der Weltgeschichte rumliegen. Da gibt mir schon wieder eine. Da fällt mir schon wieder eine. Ah, da liegt es. Okay, Sekunde. Ja. Geht schon. Wieso kriegt man ständig solche blöden E-Mails, dass man irgendwelche Asiatinnen treffen muss oder so? Hallo Janis, servus. Das nervt, ich sag nicht, das nervt. So krass. Versteht es nicht.
welche keine Asiatinnen trifft. Aber ist schon wieder bequemer mit einer Hockpen. Ist schon wieder was anderes. Na sicher ist das nervig hier manuell, aber trotzdem, es ist schon wieder was anderes. Schlechter ist sicher nicht. Das kann ich gar garantieren. Nein, ist wirklich. Also Hockpen ist Hockpen, ne? So, der eine Cleanout geht auf jeden Fall noch super aus. Aber wenn ich zurückerinnere auf diese ganzen Bulldozer-Geschichten, ah, es könnte spannend werden. Und das ist voll, oder? Jetzt ist voll. Lumen, servus. Ich habe jetzt spannend. Ich hoffe, dass er die Woche nicht krank wird. Alles krank daheim. Wahnsinn. Wird jedes Mal schon so viel reingeschaufelt. Komisch. Grafik hat sich nichts getan, glaube ich. Die Texturen von der Erde sind scheiße. Und das ist das Einzige, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der Fehler ist, warum es nicht ladet oder dass es nicht ladet, oder ob es zugunsten der Performance verschlechtert wurde, weil du siehst, wie viel Performance ich habe, das war noch nie. Ich spiele auf Ultra, also ich glaube, mehr Performance geht hier gar nicht. Also grafisch hat sich sonst nichts verändert. Ja, Fahrzeugtextur. Muss ich dann schauen einmal. Ja, so, jetzt die Frage zum Tage, Freunde. Wie viele? Wie oft kann man... wie oft kann man die Matten auswaschen? Ist jetzt eine mega interessant. Also keine Ahnung genau, was passiert ist. Performance ist super, aber auf schwer ist halt auch schwer, haben wir gerade erlebt. Mit der Batterie, dass die kaputt worden ist, und dann läufst du mal zum Shop und gönnst einmal Batterie um 251. Einmal noch auswaschen. Aha, okay. Reicht es? Ich muss ja hier nicht, glaube ich, so oft reinschütten, kann das sein. Wenn das Wasser nachlässt, dann schütten wir wieder rein. Da bin ich aber jetzt gespannt, ob das reicht. Fehler machen. Da ist ein bisschen was schief gegangen. Sonst hätte ich das sicherlich auch gemacht, Lumen. Aber da ist leider Gottes bei mir ein bisschen was schief gegangen. Ich habe mit Kredit ein bisschen hin und her, und nachher habe ich schon keine Kohle mehr gehabt und so weiter. Leider Gottes. Ich meine, kein Weltuntergang so, aber jetzt hat mir das ein bisschen Geld gekostet. Wir werden aber ziemlich bald die Pumpe kaufen. Ich möchte mal auch einen Cleanout hier haben.
Haben wir nicht dort zum Beispiel schon gesagt, es wäre geil, wenn es so einen Glambagger geben wird? Die Hogpen-Side. Haben wir gerade düster erinnern, hä? Keine Ahnung, scheißegal. Ich meine, ja, schaut nicht gut aus, muss ich auch sagen, aber. Sonst haben sie also, der Kübel schaut nach wie vor gut aus, von der Textur her. Wie schaut's hart da aus? Sich nichts. Hallo, Taschenlampe. Erkennen würde es nicht. Sag ich ehrlich. Also sehen da das jetzt nicht unbedingt das Geschlecht ist. Bei der Erde siehst du das. Es kann aber wie gesagt sein, dass das nicht fertig geladen hat oder richtig geladen hat oder wie auch immer. Aber schau da, die Frames sind halt ein Wahnsinn. Ne? Da verzichte ich gerne auf ein, zwei, drei andere Texturen, wenn ich solche FPS haben kann. Vor allen Dingen später, weil das war was bei Goldrush immer genervt hat. Da schaut die große Waschanlage ein und die Performance ist tschüss und so. Das ist blöd. Wer möchte schon, ne? Wenn du unter Anführungszeichen Respekt davor hast, die Waschanlage zu bedienen, dann ist das nicht optimal. So, wir haben es gleich. Was ist die HB? Das ist eine HB, Alter. Das sind Zigaretten, oder? Was machst du mit dem Rechner, MB-Truck? Achso, du lust morden, gell? Okay. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Tja, zweimal nur maximal. Okay, könnte da dreimal sein. Ah, okay. 1200. Lumen, HB und MB. Alter, was ist das? Sei mal nicht böse. Schreib so, dass man das bitte lesen kann. Mensch. B mal 2 hast die Summe, was ich ausgegeben habe. Das ist HB, oder? Und MB. Ach so, MB ist der MB-Truck. Okay. Alles klar, jetzt verstehe ich das auch. Was ist HB, was du oben geschrieben hast? Oh fuck. Ja, 98%. Okay, machen wir nochmal. Die Waschdinger, die da ist die WB. Ah, die HB? Na, ist nicht. Weil die heißt Hogpen. Da fällt das B. Hogpen. Das ist Englisch, Alter. Da fällt voll das P.
Da kann sich ja kein Mensch auskennen. Ja, ja, das auf der großen Waschrinne, das weiß ich schon. Aber egal. Passen tut die trotzdem Hockfam über den harten B. Kann ich mich nicht auskennen. Was hast du denn für System im Betrag? Oder was? Full HD oder? Ja, also händisch schreiben mittlerweile, was ist schon so extrem, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist wirklich so. Also händisch schreiben hast du wie die Pest mittlerweile schon. Einfach weil es nicht geht. Ich kann mit Touch nicht schreiben, Punkt. Es ist fürchterlich. Immer auf die blöde Punkt-Taste oder wie immer. Also händisch schreiben gibt nichts Blöderes. Ich glaube, das reicht nicht, sorry. Nein, ich habe immer nicht gemeint. War nur Frage im Betrag. 2K, 4K, HD. Also Autokorrektur ist nicht mein Problem, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber mein Problem ist zum Beispiel, das reicht nicht. Mein Problem ist, dass ich meistens Punkt mache oder so. 2K, okay, was hast du für Komponenten? Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Ne? Okay, das war jetzt ein Fehler, glaube ich. Okay, schwierig. Nochmal rüber. Also jetzt sag auch wieder, ich habe die Wochen zwar probiert, auf Full HD wieder zum Spielen. Ah ja, Lumen hat seine Autokorrektur. Warum er immer, er ist auch nicht deaktiviert, aber das ist eh seine Sache. Aber Lumen hat Probleme mit. Und ich habe Autokorrektur auch nie. Okay. Ah, da schau ich her. Jawohl, Papa. Einmal. Oh. Was hast du denn für Komponenten im Betrag? Ja, GTX 10 Ryzen 5. Aha. Okay. Und natürlich alles RGB. RGB, ist das so wichtig? Nur Frage. Um Gottes Willen. Nur weil du so schreibst, sondern so nach dem Motto, na sicher alles mit RGB. Bin gespannt, was du sagst. Hast du schon mal 2K irgendwo gesehen oder so? Hast du das schon mal? Oder würde mich persönlich interessieren. So, Freunde. Ja, das ist schon mal was anderes. Da kann man sagen, was man will. Das ist definitiv schon mal lukrativer. Und auch nicht mehr Arbeit. Aufsammeln ist mehr Arbeit. Aber ich bin mir sicher, wir kriegen nur einen Nutzen zusammen. Und das ist dann schon mal echt nicht so schlecht. Lalalala. Das macht wenigstens jetzt Sinn, nicht ständig wegen ein Stück herumfriemeln. Markus, servus. Ein lang verschollener kommt wieder zurück. Hoppala.
Jawohl, jawohl. Schaut euch das an. Tag 2, wir machen hier Kohle ohne Ende. Dankeschön, Markus. Nicht viel, nicht viel. Ich hab die Woche ein Rücklicht gekriegt, ein X für mein Auto. Die LED-Geschichte, dritte Bremslicht. 196 Euro. Und meine Brille ist kaputt. Aber sonst läuft alles. So, mein erster Unzen hier verdient. Nice. Dahin, geht dahin, geht dahin. Ist es der letzte? Was schade. Es hat gerade angefangen, Spaß zu machen. Jo, das war ein bisschen ärgerlich. Oh, Freunde, da glitzert's, da glitzert's. Ja, das ist schön. Kann man da nur mehr auswaschen? Aber wie gesagt, die Wochen habe ich Weihnachtsfeier. Da werde ich Spaß haben. Und scheiß auf die. Mittlerweile stören wir die 196. Ich finde es zwar noch immer extrem teuer. Aber scheinbar geht es auch noch ganz, ganz, ganz je nach Auto viel teurer. Also, nicht beschweren. So, weg mit dem Dreck. 1,4 Unzen. Stark. Das war nicht schlecht. Aber ich mache jetzt mal eben die Videos und nachher bin ich wieder hier mit 9 Runden LS. Zu dem Zweck gehe ich ganz, ganz kurz noch rein. Speichern hätte jetzt was vergessen. Oh, das war jetzt... Oh, ich habe hier meine... Oh, Freunde. Bevor kaputt, ich habe mir meine ganzen Safe Games hier. Hey, jetzt möchte ich mal ganz kurz was probieren. Spiel laden. Autosave, nö. Quicksave, nö. Vor Cleanout. Kann man da mal den Spielstand laden? Ah, da können wir uns jetzt aussuchen. Wow. Ich hab was? Ich hab 2523. Nice! GZ! Du, für die hast du ein Geschenk gekriegt. So, wie gesagt, wir sehen uns hoffentlich später wieder in LS. Das dauert jetzt, bis es fertig ist. Kannst mit mal nach mitskillen. Nein, ich werde mit der hochspielen. Also, das macht keinen Sinn. Ich check jetzt nur ganz kurz rein, weil es mich persönlich mega interessiert. Achso, bringt ja nix. Ah! Das haben wir gesagt, das bringt ja nix. Wurscht, jetzt bin ich schon so weit. Das geht immer nicht. Okay, ja. Na, liegt nicht mehr am Streamen. Keine Ahnung, Freunde. Gott sei Dank die FB. Ja. Also gehe davon aus, dass man jetzt seit langem wieder mal... Hallo, Traktor! Ein Problem. Okay, doch, Problem.
Geht davon aus, dass wir heute wieder problemlos LS streamen können. Schauen wir mal. Ansonsten hoffentlich bis gleich. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Tschüss. Wieso fliegen die? Tschüss. Haha, geil. Nicht schlecht. Ach, KI-Verkehr. Ich bin so stolz auf dich, das kann ich da gar nicht sagen. Naja, Freunde, wie gesagt, bis gleich. Tschüss dabei.